Servus liebe Leute, all gut wie. Ich sind's mal wieder, euren Hoodwatcher. Heute mit einer Vorstellung des Commander Decks von Eldrazi Incursion Modern Horizons 3 Collectors Edition Version. Welcome Eldrazi Superfans. Das Teil, das hat 150 Öcken gekostet, als ich es vorbestellt hatte. Es ist wunderschön einfach nur dargestellt und geprintet. Die Deckbox alleine, das Commander Decks, die mitgekommen ist. Ich meine, die sind halt billig verarbeitet, aber es ist wunderschön geprintet, einfach nur. Natürlich ebenfalls in die beiden Boxen in Foil. Dann einmal unseren guten Ulalek. Fierce Atrocity. Dann die Collectors Edition von dem Ulalek, die ist natürlich ebenfalls dabei. Autofokus, du Lude. Vielen Dank. Dann haben wir Aslask. Natürlich ebenfalls als Collectors Edition. Wir machen weiter mit den Kreaturen des Collectors Commander Decks. Morophon, The Boundless. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass alle Kreaturen ebenfalls farblos sind. Beziehungsweise die meisten. Titans Vanguard. Twins of Discord. Snapping Voltcra. Sire of Stagnation. Vile Redeemer. Bismuth Mindrender. Inversion Behemoth. Mutated Cultist. Sifter of Skulls. Skittering Dispatcher. Eldrazi Displacer. Drawner of Hope. Voltbreaker. Ulamog's Dreadsire. Ulamog's Nullifier. Benthic Anomaly. Glaring Flashraker. Elder Deep Fiend. Hydus Taskmaster. Angelic Aberration. Den Endbringer. Wastescape Battlemage. Deep Fathom Skulker. Oblivion Sober. Artisan of Kozilek. Ulamog's Crusher. Spawnbred Protector. Und zu guter Letzt unseren Ugin. Die Kreaturen des Eldrazi Incursion Commander Decks. Wir machen weiter. Mit Artefakten. Everflowing Chalice. Talisman of Impulse. Soul Ring. Vollkommen klar. Idol of Oblivion. Forsaken Monument. Hedron Archive. Arcane Signet. Talisman of Resilience. Mystic Forge. Talisman of Curiosity. Herald's Horn. Dreamstone Hedron. Talisman of Dominance. Eldrazi Monument zu guter Letzt. Es folgen Instants. Eldritch Immunity. Warping Whale. Suffer the Past. Eldrazi Confluence. Kozilek's Return. Crypt Swap. Und zu guter Letzt Return of the Wildspeaker. Weiter machen wir mit Zaubern. All is Dust. Skittering Invasion. Selective Obliteration. Da haben wir es mal wieder mit der Gusch und mit der Sprache. Ihr wisst, wie es bei mir ist. Es tut mir leid. Ugin's Insight. Ancient Stirrings. Es folgen weiter. Verzauberung. Awakening Zone. Garrick's Uprising. Eldrazi Conscription. Imprisoned in the Moon. Es kommen die guten Länder. Liquary Tower. Corrupted Crossroads. Tranquil Landscape. Exotic Orchard.
Tendo Ice Bridge. Eldrazi Temple. Bonders Enclave. Sulphurous Springs. Tomb of the Spirit Dragon. Da steht Ugin wieder auf. Caprusan Forest. Temple of Silence. Command Tower. Temple of Melody. Opal Palace. Ruins of Oren Reef. Secluded Courtyard. Caves of Koilos. Lanua Wastes. Battlefield Forge. Tectonic Edge. Twisted Landscape. Brushland. Shrine of Forsaken Gods. Adaka Wastes. Spawning Bed. Ash Barrens. Cascading Cataracts. Path of Ancestry. Shivan Reef. Yavimaya Coast. Und der Underground River. Unclaimed Territory kommt ganz zum Schluss. Dort enthalten sind natürlich nicht nur diese Länder. Just a second, please. Wir haben natürlich auch noch die normalen Mana Foils. Normal, Wasted, Basic Land, Mountain, Island, Plains, Forest, Swamp. Ja, Kines, liebe Leute. Einmal die Vorstellung von dem Eldrazi Commander Collector Special Edition Deck. Wenn ihr was anderes noch sehen wollt heute, gebt mir Bescheid. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Adios, Relas. Allgude wie.